Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir haben ein neues Bier zum Probieren. In der letzten Ausgabe war es das Bergbräu-Pilz, was da jetzt so liegt, weil es leer ist. Und heute haben wir das Augustinerbräu München Lagerbier Hell aus der ältesten Brauerei Münchens, gegründet 1328. Bin ich gespannt. Helles Vollbier. Gut, hinten steht nichts. Da ist er nackt. Und Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Geschützte geografische Angabe. Whatever. Also, aus München. Oh, nur 38 Kilokalorien. 5,2%. Tja. Auf 100 Milliliter hast du 38 Kilokalorien. Jo, richtig. Naja, also fünfmal so viel sind in der Pulle. Naja, also keine 400. Nur noch, naja. Also keine 200. Nee. Also 100. Auspacken? Nee, Prognose. Was? 100, was? 192. Mhm. So, ja. 190. Mein Gott, ich kann nicht mehr rechnen. Hast du noch was zum Augustiner Hell zu sagen? Ja, na, da ist hier ein Bierpapst drauf. Das war schon mal wahrscheinlich nicht schlecht. So ein alter Klosterbruder. Auspacken oder wegpacken? Ja, auspacken auf jeden Fall. Ich bin ja mal gespannt. Hundertprozentig, also spricht mich schon mal an. Ja? Weil du auch so ein alter Sack bist. Ja, noch nicht. Aber sieht so altbacken aus, so. Hier so ein paar so eine Dinger hier, sieht aus wie Orden. Hier mal hier, na, der Hopfen und so. War schon nicht schlecht. 2 Punkte oder? Gefällt dir nicht, wa? Das ist nicht. Ja, der macht 2 Punkte. Rock mich nicht um. Ah! Augensucht oder Augenflucht? Der gibt einen Punkt extra. Wer ist denn da drauf? Da ist das Biermännchen. Das Pichelmännchen? Das Bierkindchen. Was ist denn das? Münchner Reinheitsgebot seit 1487. Guck mal, da steht sogar. Also die haben hier braut, da gab es noch gar kein Münchner Reinheitsgebot. Interessant. 1328, 1487, 150 Jahre. Das war. Mal Daumen. So, Thor's Hammer. Ja, mach auf. Ja, gib dir doch gleich hin, Alter. Soll ich? Ja, bist du bereit? Mach mal. Na denn. Glück, 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 Glück. Ganz schön wild heute, wa? Beim Eingießen oder was? Ja, das muss richtig, da musst du den Schaum sehen. Ich krieg aus der Pulle. So, nach dem, hier, wisst ihr, Rudi Carrell. Zu viel Schaum, zu wenig Bier. Bier, das ist ein alter Trick. Schön, gefällt mir. Also der Schaum gefällt mir schon mal. Hier. Die Farbe sieht auch gut aus. Warte mal, ich guck mal. Das Einzige, was ich suche, ist die Kohlensäure. Also so sieht es ja natürlich genial aus, ne? Volle Punktzahl gibt es aber nicht. Nicht? Nee. Weil da keine Kohlensäure zu sehen ist. Ja. Ansonsten ist der Schaum definitiv besser wie das letzte Bier. Ja. Oder etwa, weil ich so aggressiv fühle. Na, wahrscheinlich, weil du ja so Alu warst. Na gut. 3 Punkte. Okay. Prost. Na dann, zum Wohl. Sehr würzig. Säure. Oh, da kommt die Säure.
Ah. Da kommt so ein bisschen das leichte Rand noch. Kohlensäure ist auf jeden Fall da. Die sieht man bloß nicht. Ja, die ist da. Du hast die Säure. Ich fühle mich direkt nach 1328 zurückversetzt. Na, da kommt's. Da kommt langsam das Hopfige. Das Hopfige kommt. Oh Gott. Was sind du scheinst? Da hat mich erschreckt so. Das kommt. Dein Herz, Mensch. Das kommt so am Ende so ganz leicht raus, ne? Du hast aber sehr lange die Säure. Sehr, sehr lange. Das erinnert mich an diese saure Bier da. Aber nur ein bisschen. Ansonsten ist ja alles ganz schick, ne? Naja. Kann ja ganz gut sein, aber durch die Säure übertüncht so gut wie alles. Also ich habe dann am Ende nur noch dieses Hopfige, also am Ende diese leicht Hopfige, aber ich habe kein Herbet oder so. Das ist, ja, die Säure übertüncht das alles. Also ich versuche das nochmal irgendwie rauszufiltern, aber... 7 Punkte oder was? Ich würde dem auch eine 8 geben. Special Points, älteste Brauerei angeblich. Und wenn es nicht die älteste Brauerei ist, dann ist es eine sau alte Brauerei. Mhm. Und das hat auch schon einen Punkt umfasst noch. Ja, Augustina kennt auch jeder. Aber ansonsten, na, wie sieht eh nur 2 Spezialpunkte. Was ist jetzt? Ich bin eingepennt. Ehen oder was? Ich überlege gerade wegen dem zweiten Punkt. Aber. Ja, dann gibt's nur Ehen. Ja. Deutsche Reinheitsverbot? Ja. Münchner? Bayerische. Uwe. Witz. Das ist eigentlich noch vor dem Reinheitsgebot gebraut. Jetzt hättest du. Ja, ja. Aber damals war es vielleicht nicht so. Vielleicht war da der Fliegenpilz drin. Oh, das wäre cool gewesen. Ja, ja, aber nur Spuren. Ein Bitburger Witz. Jetzt wäre der mit den Vampiren, nee. Nein. Mit denen in der Kneipe gewesen, wo die drei sich freuen, wenn ihr kein Bier trinkt. Ja, ja, den habe ich ja hier auch nochmal extra. Könnt ihr euch mal ankicken, ist jetzt hier verlinkt. Bitburger, Windows 95 kann alles, wegen der 32-Bit. Wenn ich 32-Bit getrunken habe, denke ich auch immer, ich könnte alles. Ja, das war schon einer von den Besseren. Das war schon... Man, mach mal den Kanal nicht so schlecht hier. Was soll denn das? Ja, Bierfakten. Bier auf Rezept. Fakten. Wo sind die Fakten? Wir haben Fakten. Bier auf Rezept. Können Sie mir ein Bier verschreiben, Herr Doktor, was nach einem Kneipenwitz klingt? Ich wollte gerade sagen. Ja, weißt du, jetzt hat er gerade zu. Naja. Ist in Wahrheit, Patienten mit urologischen Beschwerden, also wer Probleme hat beim Wasserlassen oder sowas, dabei ist Bier behilflich, die Nieren durchzuspülen und Gifte auszuschwemmen. Also wir leben hier wirklich gesund, muss ich mal sagen, ja, für die Nieren. Natürlich. Es sollte dabei nicht zu kalt konsumiert werden und ob es Alkohol enthalten darf, dazu muss man seinen Arzt oder Apotheker befragen. Wieder nicht in Bayern übrigens, sondern in Tschechien und Polen. Mhm. Also Bier nicht, sondern nur die Polen und die Tschechen kriegen Bier auf Rezept. Tja, finde ich eine riesengroße Sauerei. Wir sind hier Bierland. Und wir kriegen nicht auf Rezept. Das ist auch komisch. Das ist echt schlecht. Das gibt so ja Kiffen auf Rezept.
in Deutschland, damals. Aber wir, ja. Damals gab es Automaten, ja, wo man sich sein Bier ziehen konnte. Auf Arbeit, ja. Damals gab es noch mehr Kneipen. Damals war immer alles besser. Das war immer so. Hast du noch einen Witz oder war das jetzt hier, hast du deinen Pulver schon verschossen mit Bit? Wo dachte, dass ich mir die anderen Witze mache? Hast du es ausgetrunken schon? Hast du Uwe getrunken gehabt? Nee, der war sauer. Das. Und wegköppen auch nicht, nehme ich an? Nee. Das ist schade, dass das so sauer ist. Mhm. 18. Bronze. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Mhm. Ja? Quasi, wer unsere letzte Folge verfolgt hat, da gab es auch ein Bier mit 18. Ab 18. Bier ab 18. Wartete? Das war das, ja. Ja, das hätte ich ja komischerweise noch rumzustehen. Hm, so ein Zufall. Staunig eigentlich. Ich hätte das jetzt vom Gefühl her besser eingeschätzt. Das Augustinerhell. Tja. So kann man, ja, sich, Rico so, ja so kann man sich täuschen. Ja. Ja. Deshalb, naja, Geschmack ist halt nicht alles. Oder vielleicht doch. Ja, ja, doch. Naja, aber Geschmack wiegt schon viel bei uns. Naja, na, die Hälfte der Punktzahl. Definitiv, aber so. Da muss erstmal noch was Gutes kommen. Ah, da sehe ich schon was Gutes. Echt? Was ist das? Hier. Von mir aus, wenn wir schon dabei sind. Ich wurde schon oft getrunken. Ja, pass auf. Wir hatten einen Kommentar gehabt. Wir haben noch die letzten... Ja, Quatsch, nicht so lange. Was trinken wir denn als nächstes? Mal ein Feldschlösschen trinken wir. Ja, Feldschlösschen. Ja, wir hatten zum ersten Mal, also das erste, also wir hatten letztens Feldschlösschen in einer PET-Flasche, also einer Plastikpulle. Ja. Was jedes Pilz generell schlechter macht. Und da wurde uns doch der Vorschlag unterbreitet: Mensch, Jungs, trinkt doch mal ein Feldschlösschen aus der Flasche. Genau. Und das werden wir in der nächsten Folge machen. Ja, so machen wir das. Also unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Liken, teilen, kommentieren. Genau.